Firma Special Security Services ist auf uns zugekommen und hat uns ein bisschen von ihren Problemen bei der Durchführung der Einlasssituation bei Rock am Ring erzählt. Das Crowdmanagement bei Rock am Ring sorgt für eine geregelte Zuführung der Zuschauer in den Zuschauerbereich. Und haben dafür Schleusensysteme aufgebaut und wir bauen oder wir regeln sogenannte Päckchen mit bis zu 150 Fans und lassen päckchenweise die Fans nach vorne und auch wieder raus. Wenn diese Menschen es geschafft haben, 6, 7 Schleusen hinter sich zu bringen, sind sie ganz vorne angelangt und können ihren Star direkt an der Bühne erleben. Die Kommunikation dafür war natürlich extrem schwierig. Die Race Control hat mir die Ansagen gemacht, wie der Befüllungsstand ist. Dann habe ich gefunkt an den Supervisor, wann er jetzt aufmachen muss, welche Schleuse nach vorne geht. Dann habe ich die Ampelschaltung selber geregelt. Dann musste man zur Jumbotron auch wieder extra anrufen und sicherzustellen, ist der überhaupt jetzt am Platz. Um das Verfahren so ein bisschen zu vereinfachen, haben wir Ingo in sein Kontrollhäuschen, nenne ich es jetzt mal, ein Riegelpanel gesetzt, wo er zum einen vorne direkt die Jumbotron steuern kann, direkt die Phasen anzeigen kann, in der man sich gerade befindet. Er kann jede einzelne Ampel, die wir installiert haben, schalten und er kann mit seinen Supervisern, die an jedem einzelnen Päckchen stehen und dort auf die, mit den Leuten sprechen, die Schleusen auch öffnen und auch die Ampel bedienen. Mit denen kann er über Bolero sprechen. Die haben ein drahtloses Intercom-System von uns bekommen. Um die Effizienz da zu steigern, haben wir ihm Kameras installiert, mit denen er Blick auf die komplette Zulasssituation hat und die Möglichkeit, die Zulasssituation über sein Panel zu regeln. Aber ich kann auch die Supervisor allein lassen, sagen, das ist eingeteilt in 3 Abschnitte. Ja. Jeder Supervisor hat seine Ampeln und der schaltet das einfach selber und kommuniziert selber mit denen. Es hat alles so gut funktioniert, dass der Besucher ganz normal die Phasen verstanden hat und einfach easy durch die Veranstaltung gegangen ist und dann vor allem auch durch diese Einlasssituation. Das ist eine Riesenhilfe. Und wenn ich dann die Phase habe, die ich dann auch noch selber per Knopfdruck einfach schalten kann, gebündelt, ist das so eine Erleichterung. Besser geht jetzt erstmal nicht. Wird natürlich jetzt alles noch ein bisschen weiterentwickelt und zeigt aber auch wieder, dass wir auf sehr spezielle Anfragen auch immer eine gute Lösung parat haben.